Also ja, das stimmt. Wir sind alle scheuch. Wir sind alle auch manchmal nervös oder in neuen Situationen oder in Leistungssituationen vielleicht, wie ich jetzt gerade auch. Und das ist primär mal einfach ganz normal. Das lässt sich auch ganz gut erklären mit unserem Dasein als Rudeltier. Oder? Wir sind dafür wie gemacht, in sozialen Gruppen zu funktionieren und eben auch uns zu integrieren. Und da dazu gehört, dass wir manchmal nervös sind. Der Unterschied, glaube ich, zu der Krankheit ist der, dass, wenn man jetzt von einer sozialen Phobie redet, dann besteht ein extremer Leidensdruck. Also die Menschen sind wirklich, leiden stark, sie vermeiden auch ganz viele Sachen. Und dort würde man dann anfangen, von einer Krankheit zu reden und eben nicht mehr von einer normalen Scheuheit oder Nervosität. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was einen Angst macht. Also das kann generell soziale Kontakte könnte sein. Das können aber auch ganz spezifische Situationen sein, wie zum Beispiel Referat halten oder an ein Bewerbungsgespräch gehen, bis zu in die Migros oder in die Posten, weil man Angst hat, an der Kasse etwas zu zahlen und vielleicht etwas gefragt zu werden. Also das ist manchmal ganz, ganz unterschiedlich. Soziale Phobie ist eine Unterkategorie, eine Art von Angststörungen, die wir kennen im klinischen Alltag kennen. Und um die Diagnose von einer sozialen Phobie zu erfüllen, braucht es einige Kriterien. Das ist einerseits eine ausprägte Furcht, im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, sich irgendeiner Art peinlich zu verhalten, erniedrigt zu werden von anderen. Und andererseits aber auch die ausgeprägte Vermeidung von genau solchen Situationen. Und dazu kommen klassische Angstsymptome, Sachen wie Herzrasen, schwitzige Hände, Erröten, Zittern oder manchmal auch Magen-Darm-Beschwerden, zum Beispiel ein Schwächegefühl und so weiter. Das ist gar nicht so selten. Also je nach Studie, das ist natürlich immer auch so ein bisschen unterschiedlich, aber je nach Studie sagt man, so 7-12% der erwachsenen Bevölkerung erfüllen einmal in ihrem Leben Kriterien für eine soziale Phobie. Also könnte man vielleicht sagen, so über den Daumen peilt jeder Zehnte erfüllt einmal im Leben mal die Kriterien. Am häufigsten entwickelt sich das tatsächlich irgendwo so im Jugendalter, ganz, ganz früh im Erwachsenenalter. Meistens ist es aber auch so, dass das nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass die Betroffenen sagen, ich bin eigentlich schon eher ein scheues Kind, ich kenne das von früher. Oder man hat Erfahrungen gemacht, Mobbing-Erfahrungen zum Beispiel, die das wie mitgeprägt haben. Aber dass man Diagnosen erfüllt, das ist meistens irgendwo im Jugendalter. Vielleicht gezwungenermassen, dann kommen sie irgendwann in das rein, dass sie Einzelgänger sind, aber es zeichnet sich ja genau daraus aus den Wunsch aus, dass sie eben wollen, soziale Kontakte haben, dass sie wollen, interagieren, aber einfach die Angst sie daran hindert. Oder wenn man sagt, wenn ich an einen Einzelgänger denke, denke ich immer so an einen eigenen Brötler, der einfach so ein bisschen eben keine Lust hat, keinen Bock hat auf andere Menschen. Und das sehen wir eigentlich bei der sozialen Phobie eben genau nicht. Können sie? Ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, einsam zu sein. Die soziale Phobie ist wahrscheinlich einer davon. Aber man kann es wahrscheinlich nicht ganz so absolut formulieren, dass alle einsamen Menschen eine soziale Phobie haben. Auf jeden Fall brauchen soziale Kontakte Übung. Wir üben alle zusammen eigentlich täglich. Oder? Wir kommen nicht um soziale Kontakte rundherum. Sagen das kleine Sachen. Wir begegnen jemandem auf der Straße oder ich kaufe irgendetwas an einem Kiosk oder eben grössere Sachen im Arbeitskontext, im Familienkontext.
Und so lernen wir Menschen, oder? Von ganz klein auf lernen wir, wie verhalte ich mich in einer Gruppe, was ist okay zu machen, wo sind auch Grenzen, wo muss ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen aufpassen. Und so machen wir unsere Erfahrungen und lernen, üben ständig soziale Kontakte. Also grundsätzlich stellen so Diagnosen immer Fachpersonen. Also Diagnosen werden immer gestellt von Psychotherapeuten, entweder psychologischen oder psychiatrischen. Aber ich denke, wenn man sich jetzt wiedererkennt in so diesen Hauptsymptomen, dann ist es sicher gut, und das ist auch etwas, was wir immer empfehlen, niederschwellig sich Hilfe zu holen, niederschwellig auch zu kommen und zu fragen. Häufig ist so der erste Zugang über den Hausarzt, über die Hausärztin, auch das einfach mal abzuklären, weil es halt so ist, wie bei den meisten anderen psychischen Erkrankungen, je länger dass man wartet, desto mehr chronifizieren die Sachen natürlich und desto mehr braucht es dann auch Zeit wieder für die Behandlung. Und darum sagen wir einfach auch immer, kommen Sie niederschwellig, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, ja, bei mir ist es gar noch nicht so schlimm. Also auf jeden Fall, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, gibt es eine Diagnostik, oder? Um wirklich mal zu schauen, ist denn das das oder ist vielleicht etwas anderes, gibt es auch noch eine Kombination. Und dann ist es eigentlich so, dass die kognitive Verhaltenstherapie sich als sehr wirksame Studie herausgestellt hat. Darum sagt man auch, das ist eigentlich die Therapie von der ersten Wahl. Und dort geht es primär mal darum, die sogenannten aufrechterhaltenden Bedingungen zu verändern. Hat ganz viel mit Verhaltensänderungen zu tun, mit Üben, sich eben wieder zu stellen, auch Situationen, die einem Angst machen, die man vielleicht Jahre jetzt vermieden hat. Also dort wieder auch in die Übung hineinzukommen. Das ist extrem schwierig zu sagen. Das kommt ganz fest darauf an, natürlich auf den Schweregrad, auch wie lange hat man denn gar nicht unbedingt die Ängste schon, aber das Vermeidungsverhalten schon. Oder wenn man sich jetzt vorstellt, ich bin seit 25 Jahren vielleicht unter Umständen gar nicht mehr so recht aus dem Haus und ich habe gar nicht mehr so recht interagiert, dann wird es keine Sache sein, von 2-3 Mal kommen und dann ist das gemacht. Also das kommt wirklich sehr darauf an. Wir haben aber die Fälle, wo Leute früh kommen, wo Leute wirklich auch niederschwellig kommen, wo es dann auch tatsächlich eine kurze Sache kann sein. Das ist so ein bisschen Einschätzungssache dann auch von den Fachpersonen. Also meistens versucht man tatsächlich zuerst ambulant und das klappt auch in ganz vielen Fällen sehr, sehr gut, weil man dann auch im Umfeld innen bleiben, wo man schon kennt, weil das der weniger grosse Schritt ist und auch sehr wirksam ist. Denn wenn man sagt, jetzt ist stationär angezeigt, ist häufig dann, wenn man merkt, eine ambulante Therapie wirkt nicht so intensiv, wie man sich das gewünscht hat, oder man braucht wie doch noch mal etwas Intensiveres. Oder dann gibt es natürlich auch Menschen, die so eingeschränkt sind, dass sie zum Beispiel das Telefon nicht mehr abnehmen oder können abnehmen oder nicht mehr auf Mails antworten können. Und das macht dann natürlich manchmal eine ambulante Therapie sehr schwierig, wo man dann wie sagt, jetzt ist stationär angezeigt. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich glaube, zuerst muss man sich darauf einigen, also auch wir mit den Betroffenen müssen uns darauf einigen, was heisst überhaupt erfolgreich. Also wenn ich die Vorstellung habe, erfolgreich heisst, ich habe dann nie mehr soziale Ängste, dann müssen wir immer so ein bisschen enttäuschen und sagen, das ist nicht realistisch, weil das haben wir alle. Wenn aber erfolgreich heisst, ich finde einen Umgang und ich lasse mein Leben nicht mehr so einschränken. Ich kann mein Leben wieder leben, wie ich es möchte, wieder machen, was ich möchte. Selbst mit diesen Ängsten, dann sind die Erfolgschancen doch ziemlich gut. Das können sie sein. Sie müssen nicht.
Meistens ist es angezeigt, dann, wenn man eben auch einen gewissen Schweregrad überschreitet, wo man wie sagt, man braucht einen gewissen stabileren Boden, so ein bisschen dickeres Eis, dass man überhaupt anfangen kann. Es gibt eine Gruppe aus den Antidepressiva, wo man da sehr gute Belege hat, dass die gut wirken. Was allerdings kein Medikament wird machen oder verhindern, ist, dass man Verhaltensänderungen machen muss. Also, um das kommt man wie nicht herum, dass man sich stellen muss, dass man sich üben wieder drin, auch soziale Kontakte zu haben. Ganz grundsätzlich finde ich immer, es spricht primär nichts dagegen. Also wenn eine App einem hilft, gerade so für die edukativen Teile, also für Informationen, wie entsteht denn Angst und wann ist Angst normal, wann ist sie nicht mehr normal und so weiter, finde ich immer, da können Apps oder das Internet ganz gut helfen. Manchmal muss man dann so ein bisschen schauen, ist jetzt, und gerade wenn wir von der sozialen Phobie reden, ist das tatsächlich hilfreich, wenn ich eben schon mal den ersten sozialen Kontakt nicht habe, nämlich den zum Therapeut. Aber als Einstiegsmöglichkeit auch zum die Hürde kleiner machen, kann es sehr hilfreich sein. Wir schauen es einfach nochmal an. Ich glaube, das ist das, was wir immer wieder machen, also wir haben natürlich, das dürfen wir auch, das sollen wir auch, ganz viele Leute, die schon mal gegoogelt haben, die das vielleicht auch über Google gemerkt haben, hey, da ist etwas bei mir, wo vielleicht tatsächlich das übersteigt, was normal ist, dann dürfen wir das machen. Ich glaube, was es dann einfacher macht, für auch in Therapieeinstieg, ist, wenn man auch offen ist dafür, das nochmal anzuschauen, mit einer Fachperson das nochmal zu überprüfen. An der UPK gibt es vor allem zwei Abteilungen, die auf die Behandlung von unter anderem Angststörungen spezialisiert sind. Das ist die Verhaltenstherapie Ambulanz und die Verhaltenstherapie Stationär. Wie es schon sagt, das eine ein Ambulanzangebot und das andere ein Stationärs, wo man auch sehr geübt ist, sehr viel Erfahrung hat, auch mit diesen Methoden schafft, die sich als sehr wirksam erwiesen haben. Was es auch gibt an der UPK, ist eine sogenannte Gruppe sozialer Kompetenzen. Das ist eine Gruppentherapie, wo man dann aber in den allermeisten Fällen quasi begleitend macht zu einer ambulant laufenden Einzeltherapie, wo es einfach auch nochmal die Möglichkeit gibt, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, zu erfahren, wie ist das mit denen und dann eben auch Übungsmöglichkeiten in einem sogenannten geschützten Rahmen bestehen.